Hallo zum nächsten Sommerplausch. Sie sehen, ich sitze in einem wunderschönen Garten und dieser Garten gehört diesem Mann. Das ist Klaus-Dieter Reile. Seit Freitag ist er stolzer Rentner, das heißt, die ersten Tage sind rum und die meisten in Aachen kennen ihn. Er hat lange bei der Stadt gearbeitet und er ist der Obernarr sozusagen in Aachen, der Chef des Karnevals. Aber kommen wir mal zum Thema der Rente. Was haben Sie in den ersten Tagen Rente so Schönes gemacht, erlebt? Ja, ich habe eigentlich im Garten gearbeitet. Ich habe versucht, das auszugleichen, was in den letzten Wochen liegen geblieben ist. Bei diesem Wetter, da wächst natürlich das Unkraut wie verrückt und hat man doch einiges zu tun. Auch der Rasen wächst ganz schnell. Man musste mindestens eine Woche einmal mähen und da hat man schon sein Tun, um das alles instand zu halten. Können Sie schon Stellung nehmen zu dem berühmten Zitat, Rentner haben niemals Zeit? Ist es so? Oder zu kurz bisher? Das ist noch zu kurz. Wobei ich sagen muss, ich habe mich bis jetzt noch nicht gelangweilt. Ich hoffe, das kommt auch nicht. Das sehe ich genauso. Weil, ich weiß nicht, was steht so an? Worauf werden Sie sich jetzt stürzen? Immerhin 8 Stunden am Tag mindestens mehr Zeit. Wie ich schon sagte, es ist momentan sehr viel im Garten zu tun und dann ist auch für den Verein einiges zu leisten in der Vorbereitung der nächsten Session. Gar nicht mehr so lange hin, ne? Ja, ein Vierteljahr Zwei geht's Monate los. ist fast elfter ran. Gut, wird in Aachen ja nicht zelebriert, aber oder? Doch, Doch. doch. Wir machen Wird. seit 2007 machen wir die öffentliche Prinzenkürung auf dem Stimmt, Marktplatz. öffentliche Prinzenkürung auf dem Markt. Jetzt, ich war selber schon da. Ja. Mein Gott, also das können wir das, wir können es auch nicht mal mehr rausschneiden, weil jetzt habe ich es vertieft. Na gut, stimmt, offizielle Prinzenkürung auf dem Marktplatz. Und in den letzten Jahren war auch immer das Wetter hold. Wir hatten immer Glück, Na? zumindest mit dem Wetter, nicht immer mit dem Prinzenpaar. Och, Das spinnt ist ja mal. bekannt vom letzten Jahr, was uns dort passierte. Gibt es denn schon eins für dieses Jahr oder wollen wir gleich noch Aufruf starten? Können sich Es noch Leute bewerben? gab beim Stadtfest eine Bewerbung. Oh. Ja, kann aber namentlich noch nichts dazu sagen. Ich weiß nur, es hat sich ein potenzielles Prinzenpaar gemeldet. Das sind keine Aachener, die haben zwar ihre Wurzeln in Aachen, stammen aber aus Wölfen. Wir werden mal sehen, was draus wird. Okay, jetzt laufen überall die Köpfe heiß. Wer kommt aus Aachen? Wer wohnt in Wulfen? Mal gucken, ob es was wird. Aber spätestens am 11.11. sind wir schlauer. Uhrzeit gibt es schon. Es wird wie immer um 10:30 Uhr begonnen 10, ja. auf dem Markt beim kurzen Programm. Und dann wird die Prinzenkürung durchgeführt. Das alte Prinzenpaar in dem Sinn brauchen wir ja nicht mehr zu danken. Unsere zwei Frösche sind sowieso Vereinsmitglieder. Okay. Gut, man kann Danke sagen, aber nicht in dieser Form, wie wir es in Ja. den letzten Jahren hatten. Und dann gibt es das Neue Genau. und die neue Session. Und dann werden wir irgendwie wieder versuchen, an den Rathausschlüssel um die Stadtkasse zu kommen. Lohnt sich das denn noch, an die Stadtkasse zu kommen? In den letzten Jahren war es ja Casablanca. Eine Kasse ohne Boden. Ja. Und ich nehme auch an, dass ich in diesem Jahr nicht viel daran ändere. Aber trotzdem finde ich, hat Aachen in den letzten Jahren, also eigentlich sich doch gut gemausert und auch ganz schön was geleistet. Also sag mal, gerade, ich habe jetzt ein bisschen Feedback bekommen zum Stadtförster, das wird doch oft lobend erwähnt. Das ist ja auch ein Stück weit mit ihr Lebenswerk, in Anführungsstrichen, dass das Stadtfest jetzt so erfolgreich ist, wie es heute ist. Ich habe das seit 1999 mit betreut, organisiert. Tja, und man hat oft die Erfahrung der damaligen Zeit aufgebaut. Das Spektrum der Veranstaltung wurde erweitert. Wir haben seinerzeit dieses Münzprägen eingeführt und auch Ja. die Stadtfestlotterie als wichtige Säulen der Finanzierung. Natürlich die Hauptsäule für die Finanzierung des Stadtfestes war und wird auch sicherlich bleiben der Getränkeverkauf. Der bei uns ja dann zentral von der Stadt gesteuert wird und der Verkauf erfolgt über die Vereine der Stadt. Ja, und das Sponsoring ist ein ganz heißes Thema für das Stadtfest. Das hat in den letzten Jahren erfreulicherweise etwas zugenommen. Schön. Ja. Gut, kommen wir noch mal kurz auf den Karneval zurück. Wie weit ist denn die neue Session gediegen? Das Motto steht fest. Okay, darf man das schon verraten? Ja, das ist immer am Aschermittwoch, da haben wir eine Mottofindungsveranstaltung Okay. und da werden Vorschläge eingereicht. Ich hatte den Vorschlag Narrenfreiheit, schrill und bunt, beim NCA geht es wieder rund Ja. und dieses Thema hat gewonnen.
Also das ist unser Thema im nächsten Jahr. Und jetzt sind wir dabei, entsprechend einen Urn zu entwickeln, der dann auch zur Verfügung stehen soll zum Sessionsbeginn. Wir haben am 11.11. unseren Ordensabend, das ist neu eingeführt worden im letzten Jahr, wo dann jeder Mitwirkende vorab vor der Session seinen Orden kriegt, damit wir nicht immer in einer Veranstaltung alles in die Länge ziehen müssen, wenn wir da die Ordensverleihung machen, sondern dass es flott weitergeht im Programm. Wir haben das im letzten Jahr das erste Mal gehabt und unser Programm hat sich auch entsprechend gekürzt. Wir haben ja diese Fasching-Show gemacht, anlässlich 10 Jahre Nararia, und im Großen und Ganzen gab es da keinen Leerlauf, keinen Stillstand, keine Flaute im Programm. Das wurde zügig abgearbeitet und das ist eigentlich ganz wichtig, auch um das Publikum bei Laune zu halten. Jetzt sind Sie ja auch schon seit Jahrzehnten Karnevalist. Ja. Inwiefern hat sich denn der Karneval im Laufe der Zeit geändert? Es hat sich viel geändert. Ich bin seit 1982 Karnevalist. Da stand ich das erste Mal in der Pütt. Meine erste Püttenrede war im Motto ein Nervenbündel. Und ich kann auch sagen, da war ich eins. Da waren Sie eins, genau. Ja, ich habe vorher noch nie vor 500 Leuten gesprochen. Ja. Yeah. Mal sagen, das war zu meinem Geburtstag am 12.11. Okay. Also ich habe Geburtstag gehabt und als nachher, nach der Rede, der gesamte Saal gesungen hat, Happy Birthday, da war ich ergriffen. Tränen? Das habe ich auch seitdem kaum wieder erlebt. Ja, und das hat aber auch ein bisschen Rückenhalt gegeben für die ganze weitere Entwicklung. Ja, zu DDR-Zeit war es sicherlich einfacher, eine Bittenrede zu halten. Man musste ja vorher das Konzept einreichen und dann wurde das von Leuten geprüft, die eigentlich vom Karneval keine Ahnung hatten, aber halt politisch auf der richtigen Schiene waren. Ja. Und jedes bisschen Kritik am Staat und selbst wenn es bloß auf Kreisebene war, das würde eben soweit, wie es aus deren Ohren schien, in deren Ohren schien, erstmal rausgestrichen. So hatten wir Büttenreden und auch viele Gesangsgruppen immer vom Umfang her. 1, 2, 4 Seiten mehr eingereicht, als dann wirklich nachher genehmigt worden waren. Schon mit Absicht dann Dinge rein? Ja, klar, ja. Oder? Ein paar ganz krasse Sachen, die, wo man vorher wusste, das wird rausgestrichen und die versteckten Sachen sind halt doch drin geblieben. Aber jeder wusste ja im Publikum, was damit gemeint war. Und da war es eben einfacher, das Publikum auch zum Lachen zu bringen und die Leute überhaupt zu animieren, zum Karneval zu gehen. Mit der Wende kam ein bisschen eine Flaute, aber es hat sich dann danach wieder erholt. Wir leihen jetzt natürlich unter zwei Sachen. Das ist der Bevölkerungsschwund. Ja. Hatten halt hier bloß nur 7.800 Einwohner. Einzugsgebiet ist auch geringer geworden, weil es mehr Karnevalsvereine gibt ringsherum. Und die Kehrseite ist, dass auch wir als Verein jedes Jahr im Durchschnitt ein Jahr älter werden. Das Einzige, was bei uns floriert, das ist der Zulauf in den Tanzgruppen, Kindertanzgruppen. Wir brauchen dringend gesanglichen Nachwuchs, das ist so, und wir brauchen auch neue Leute für die BIT. Das ist echt so. Ich bin mittlerweile fast 64 Jahre und werde das auch nicht mehr ewig machen. Es macht zwar Spaß und wenn irgendwie das Publikum das noch wünscht, werde ich das noch ein paar Jahre durchziehen, aber auch nicht auf ewig. Es ist so. Was kann man da tun, um junge Menschen nicht nur für das Tanzen zu begeistern, sondern auch für Büt und Gesang? Gibt es da irgendwie Konzepte? Nee, es ist eigentlich schwierig. Wir haben einen Aufruf gestartet. Wir haben auch das Stadtfest genutzt. Es hat sich insofern ausgezahlt, dass wir einen Gesangsinteressierten als Nachwuchs in Anführungsstrichen, ist auch schon Ende 50, aber wir konnten ihn mittlerweile gewinnen, der unsere Gesangsgruppe, das sind 13 Leute, verstärkt. Okay. Aber ja, beim gesprochenen Wort ist es schwierig. Ihr hattet doch mal so eine Doppelbütt mit zwei relativ jungen, die ja auch nicht schlecht waren. Sind die überhaupt noch in Aachen? Lässt sich da vielleicht was machen? Der Philipp Zähle und der Tobias Radke. Philipp Zähle ist nicht mehr in Aachen, okay. Der ist auch nicht mehr im Verein und der Tobias hat im letzten Jahr, also vor 2 Jahren, was anderes gemacht. Da hat er mitgetanzt und im letzten Jahr war er, glaube ich, gar nicht im Programm. Okay. Aber alleine als eigenständiger Büttenredner für die Zukunft tätig sein wird, ich weiß es nicht. Wir haben im Prinzip dann nur den Robert Stoll als Nachwuchstalent, sage ich jetzt mal. Feuerwehrmann? Genau. Aber dann hört es schon auf. Aus den eigenen Reihen ist es schwierig, jemanden dafür zu begeistern. Es sind zwei Sachen. Einmal, man muss die Rede schreiben, nach Möglichkeit.
Nun, manche, die nehmen nur Passagen aus dem Fernsehen und geben die das irgendwie wieder. Aber eine Rede schreiben ist nicht so einfach. Gibt es da Hilfe? Also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich würde mich dafür interessieren, traue es mir aber nicht ganz zu, würde dann jemand aus dem Verein, Sie oder auch andere erfahrene Büttenredner sagen, pass auf, wir gucken drüber, wir arbeiten mit dran? Oder? Mit Sicherheit, das haben wir auch schon gemacht. Der zweite Punkt ist ja dann, sich das zu trauen, in die Bütt zu steigen und vor 300, 350 Leuten, so viel sind die jedes Mal bei der Veranstaltung drin, eben die Rede so rüberzubringen, dass das Publikum auch alles mitkriegt. Man, ich sag mal, was bei einem Tanz, der dauert ja 3 Minuten. Ja. Eine Büttenrede ist ja viel länger. Und man kann natürlich auch gnadenlos scheitern. Ne? Das darf man da nicht vergessen. Man stirbt dann alleine. Das ist so. Ne? Wobei ich ja immer derjenige bin, der immer die längste Büttenrede hat. Ich muss okay. mich deswegen auch immer kritisieren rechtfertigen. Lassen. Ja, aber als Chef darf man die längste Büttenrede haben. Das ist Paragraph 34 der Normverordnung. Das haben wir jetzt festgelegt. Ja, es ist aber auch so, man merkt ja selber, kommt irgendwas an oder fängt das Publikum an zu gähnen. Da ja. muss man sich halt kürzer fassen. Da muss man auch entsprechend auf der Bühne reagieren. Das ist ja nicht jedem Abend gleich. Dann wird er mal abgebrochen. Das haben die auch schon gemacht. Zwar in den letzten Jahren nicht, aber früher, da war es eben so, dass das Publikum dann an verschiedenen Tischen das eigene Programm gemacht hat, was die anderen, die noch was hören wollten, gestört hat. Und man selber war oben auch ein bisschen frustriert, hat gesagt, nee, das tust du dich gar nicht, das tust du dir nicht an. Du hörst jetzt auf und dann haben wir ein bisschen was weggelassen und wurde die Rede kürzer. Testen Sie die vorher irgendwo, die Rede? Also ich an und für sich nicht, höchstens nur zu Hause, von meiner Frau. Und wenn die sich kaputt lacht, dann? Mein Jüngster, naja, die sagt dann, naja, gut, das kannst du so machen. Ja. Wann fangen Sie denn an, die nächste Rede sozusagen vorzubereiten? Bei mir ist es immer die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ja? gewesen. Dieses Jahr wird es vielleicht etwas eher. Okay. Oder wie läuft das? Da werden jetzt so wirklich ganze Jahr über Gags ausgeschnitten, gesammelt, aufgeschrieben? Ja, auch im Fernsehen mitgeschnitten. Was eben gut ist, was dann mal passt, das schreibe ich mir raus. In Spitzenzeiten waren das bis 28 A4 Seiten. Okay. Und das waren dann handschriftlich nachher zusammengestrichen auf 6 bis 7 A4 Seiten, die ich dann für die Rede verwandt habe. Okay. Verwendet habe. Gibt es da einen Lieblingswitz irgendwie, wo Sie sagen, der ist Ihnen besonders gelungen in den letzten Jahren? Ja, es ist ja der, den ich eigentlich immer als Zugabe bringen muss, den ich auch schon zweimal mit Büttenrede drin hatte. Der ist immer wieder ein Kracher. Okay, das ist welcher? Jetzt wollen wir ihn natürlich auch hören. Schön, da ist die Kamera schön laut. Action. Ich sitze mit meiner Frau beim Frühstück. Sie liest in der Zeitung. Sagt so, oh, im Nachtclub ist heute Tag der offenen Tür. Wollen wir da nicht mal hingehen? Ja, so, ich war auch noch nie in einem Nachtclub. Ja, lass uns da mal hingehen. Naja, hier sagt getan. Wir kommen da an. Sagt der Einlasser an der Tür zu mir. Guten Abend, Dieter. Sagt meine Frau, oh, wer kennt der dich denn? Ach, sag ich, das ist der Sohn von meinem Kollegen. Wir gehen weiter zur Garderobe, meine Frau gibt einen Mantel ab, sagt die Garderobenfrau zu mir, mein Name Dieter. Meine Frau, woher kennt die dich? Ich sage, ah, das ist die Schwiegertochter von meinem Kollegen. Wir gehen weiter, wir kommen da rein in den Saal. Da tanzt eine Frau halb nackt auf dem Tisch, schleudert ihren BH durch die Gegend und ruft, wer soll diesen BH fangen? Da brüllt der ganze Saal. Dieter, Dieter, Dieter. Meine Frau rennt frustriert raus. Ich hinterher, sie runter. Mantel geschnappt. Hallo Taxi, sie rein ins Taxi. Ich hinterher. Sagt sie, du Schwein, du Ferkel, du Schuft. Dreht sich der Taxifahrer rum und sagt, ey Dieter, so eine freche Nutte hat sie noch nie mit dabei. Der ist böse. Und was Sie jetzt nicht wissen, die Frau steht hier 5 Meter weiter weg in der Küche. Das ist ein Witz. Ja. Ich hab in Aachen gibt es keinen Nachtclub. Ich habe gestern auch einen sehr, sehr bösen, schwarzhumorigen Witz gehört. Kommt ein Ehepaar zum Standesamt, beide 98, und sagt, ja, junge Frau, wir wollen uns gerne scheiden lassen. Die Standesbeamtin ist völlig, naja, wie soll man sagen, sie kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Sagt, wissen Sie, Sie sind jetzt so lange verheiratet, über 60 Jahre und sag mal, jetzt haben sie auch nicht mehr so lange vor sich. Wieso wollen sie sich denn ausgerechnet jetzt scheiden lassen? Ah, wir wollten zumindest warten, bis die Kinder tot sind.
Der ist. Schwarzer Humor. Schwarzer Humor. Hat er eine Chance nächstes Jahr? Ja, theoretisch. Und wollen wir gleich aufschreiben? Oder? Ich habe schon gespeichert. Ich wette drauf. Also wir schneiden das dann nochmal. Nochmal zusammen. Oder wie ist es jetzt, wenn man eigentlich als Karnevalist bekannt ist? Weil das Leben hat ja nicht nur lustige Seiten. Ist man dann auch ein bisschen, wenn man zu einer Familienfeier geht, immer so der Witzeonkel? Wird das schon vorausgesetzt? Oder? An und für sich nicht. Es ist sicherlich bei manchen Veranstaltungen so, aber das ist nicht die Regel. Okay. Aber auch die Arbeit in einem Verein, gerade beim Karneval, ist ja auch viel zu tun. Ist es denn da in so einem Verein wirklich so lustig, wie es immer auf der Bühne wirkt? Oder gibt es auch mal richtig Krach? Es gibt doch mal Krach. Aber also wie in jedem Verein. Also beim Fußball ist es ja nicht anders. Ja, wir hatten auch vor Jahren eine Krise im Verein, dass sich Grüppchen gebildet haben und die konnten halt nicht miteinander. Hm. Das hat sich dann im Nachgang eigentlich geglättet. Das war in etwa so die Zeit, wo Hubert abgetreten ist und ich so das Zepter dann übernommen habe, hatte sich das eigentlich abgeebbt. Okay. Und da sind wir auch recht froh drüber, dass jetzt Ruhe im Verein ist. Einige der Streithähne haben den Verein verlassen, die anderen geben dann Ruhe. Also das Problem hat sich gelöst. Aber ich meine, worum, ich will nicht fragen, worum geht es da, aber ist es da schon so, ja, ihr dürft 3 Minuten länger auftreten, warum ich nicht? Sind das so Themen oder sind es ganz andere Sachen, die man vielleicht als Zuschauer gar nicht im Kopf hat? Es ging dabei auch um Inhalte. Wie man sich ausrichtet. Genau. Zum Beispiel vor Jahren war mal ein Feuerwehrsketch geplant, der ist nachher völlig verschwunden vom Programm des Jahres, aber da haben sich die Gemüter dran erzürnt eigentlich. Okay. Und da sind auch Diskrepanzen zwischen einigen Leuten ganz offen zur Tare getreten und das hat sich dann immer weiter hochgeschaukelt. Es ist erledigt, ich will da auch nicht weiter zu sagen. Wir sind froh, dass Ruhe ist. Aber wie gesagt, ich glaube in jedem Verein mit mehr als 10 Mitgliedern ist ja wie zu Hause. Jetzt auch mal Krach und dann wird das geklärt und dann ist auch wieder gut. Aber wenn man jetzt mal so alles zusammenrechnen würde, das Programm geht so im Schnitt 3 Stunden, kann man so. Ja, sonst war es eigentlich immer 3 Stunden. Im letzten Jahr war es etwas kürzer, weil, wie gesagt, wir haben das zügig durchgezogen, ohne viel Blabla zwischendurch. 2,5, 3 Stunden. Ja. Wie viele Stunden Arbeit stecken insgesamt da drin, um diese 2,5, 3 Stunden über die Rampe zu bringen? Das kann man so ja nicht sagen, weil die vielen Gruppen trainieren ja und üben zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, und da hat man nicht den Überblick nicht. Wobei ich sagen muss, die Tanzgruppen proben ja das ganze Jahr. Die Sängerschau probt mittlerweile auch das ganze Jahr. Ja. Es ist ja nicht nur die Karnevalssession, es stehen ja auch andere Veranstaltungen auf dem Plan. Stadtfest, dann das Tanzturnier beim Wiesenfest, wo unsere Tanzgruppen dann auch mit zu jägen sind und auftreten. Und das muss ja alles irgendwie trainiert werden vorher. Man kann ja da nicht einfach aufschlagen und sagen, genau, jetzt sind wir da. Dieses Jahr war ja zusätzlich der Elberadeltag in Aachen, wo wir auch 1 Stunde Programm gestaltet haben mit dem Maraja Club, was sehr gut angekommen ist, aber ohne Training, ohne Proben ist da nichts zu machen. Ihr hattet ja auch ein Jahr, glaube ich mal, den Ausflug gewagt bei den offiziellen Landesmeisterschaften beim Karneval teilzunehmen. Das ist schon eine ganze Weile her. Gibt es da irgendwie Bestrebungen, wieder mitzumachen? Oder war das mal so eine Erfahrung und dann sagt man sich, nee, ist nicht unseres? Bei den Tanzturnieren, meinen Sie jetzt? Tanzturnier, Landesmeister, Landesmeisterschaft im karnevalistischen Tanzsport. Genau. Jetzt habe ich es. Es ist mittlerweile schon einige Jahre her, da waren unsere Funken, haben daran teilgenommen, aber sie waren letzten Endes ein bisschen enttäuscht und mit der Bewertung nicht ganz einverstanden. Okay. Es sind eben doch Kriterien, auf die Wert gelegt wird, die wir als Laien gar nicht so eingeschätzt hatten. Und das ist ganz schwer, die Leute dann wieder zu begeistern und zu sagen, Mensch, fahrt doch da nochmal hin. Die haben immer noch die Erfahrung von damals drin und naja. Aber wenn ich das so raushöre, ein Chef würde es freuen. Mit Sicherheit. Vielleicht nehmen sich die Mädels ja nochmal ein Herz. Das ist ja auch ein Aushängeschild für den Verein. Lesen sich vorher die Regularien ganz genau durch. Ich habe sie mir selber mal durchgelesen, also werden wirklich auf Dinge geachtet. Da geht es ja darum, haben die alle die gleichen Klamotten an? Ja. Sind die Schuhe zu? Sind die Zöpfe gerade? Und keine Ahnung, ist es gebügelt? Selbst passen da sie größenmäßig zueinander? Passen sie, genau. Das sind alles Kriterien. Also es geht nicht nur um den
rein Tanz. Gut, ich meine, optisch, wenn natürlich alle in der Garde auch noch gleich groß sind, das gibt natürlich nochmal so den extra Kick. Ne? Jetzt habt ihr ja im vorigen Jahr sicherlich auch, um euch weiterzuentwickeln, dass das Programm so ein bisschen als Show präsentiert. Ne, ihr habt also zum Beispiel ein Duo, was sonst immer als Büttenredner aufgetreten ist. So, die Rentnerbank, genau, auch ein Kult in Aachen, kann ich jedem nur mal empfehlen. Habt ihr ja sozusagen auseinandergenommen, die haben so durchs Programm geführt. Wie sind da die Reaktionen drauf gewesen? Ist es gut angekommen? Wird es dieses Jahr wieder so sein oder werdet ihr eher wieder klassisch? Also die zwei Karnevalisten, die das betrifft, die waren von ihrer Rolle nicht so sehr begeistert. Und auch das Publikum hat gefragt, wo habt ihr denn dieses Jahr die Rentnerbank? Okay. Also wird es in diese Richtung wieder was geben. Ob das nun eine Rentnerbank ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden die zwei wieder als Catch auftreten. Okay. So viel kann ich schon verraten. Und es wird dann eher wieder klassisch, der Elberratspräsident, der Andreas, wird durchs Programm führen. So wird es wieder sein. Okay. Und dann gibt es schon ein Motto-Lied? Habt ihr schon eins geschrieben? Wir haben uns ein Lied ausgesucht, aber wir müssen noch entsprechend umtexten. Okay, welches wird's? Darf man? Ist das schon oder ist das noch? Das ist nicht so geläufig. Und ich müsste jetzt auch, ich habe es irgendwie bei mir auf dem Handy, aber ich kenne jetzt nicht die Titel. Also wir lassen uns. Ich habe es auf jeden Fall schon zweimal gehört. Gut, schon zweimal. Ja. Naja, wir sind am Anfang der Gesangsproben eigentlich für die Session. Alles richtig. Darf man sich denn als Chef wünschen, als was die Showtanzgruppe auftritt, oder wird man da überrascht? Weil es gibt ja immer den Funkentanz, da ist jetzt nicht so viel Überraschung, das sind die Funkenkostüme, aber dann gibt es ja meistens noch den Schautanz. Darf man da Wünsche äußern? Ich möchte euch mal als Piraten sehen, oder? Sicherlich kann ich den Wunsch äußern, aber ob erfüllt wird, was wird, das bezweifle ich. Naja, das liegt dann mehr oder weniger bei den Trainerinnen und bei der Tanzgruppe selber, für was sie sich entscheiden. Aber auf die kann man sich ja auch verlassen. Genau. Wichtig ist, dass es zum Programm passt, zum Motto. Und klar, dieses Jahr ist das Motto ja so allgemein, Narrenfreiheit, schrill und bunt, da passt eigentlich alles. Genau. Außer wenn Sie jetzt als Bestatter tanzen würden. Naja, das ist ein bisschen, wie sagt man, wenn schwarzer Hund. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es dafür bei der Landesmeisterschaft extra Punkte. Ja. Das ist, das ist ja auch wichtig. Es ist ja nicht nur der Präsident, oder Präsident heißt bei euch ja nicht, sondern der Vorsitzende. Ja. Sondern es sind ja auch wirklich diese Leiter, die Chefs der Tanzgruppen, der Gesangsgruppen, diejenigen, die Proben leiten für die Kinder, für die Erwachsenen. Das ist ja ein Hofstaat, wenn man es mal sozusagen. Ja, und da kann man auch in erster Linie eigentlich den gesamten Vorstand benennen und auch den gesamten Elberrat. Das hat ja seine Aufgabe im Elberrat. Der eine ist für den Badenbau zuständig, der nächste, der ist wieder für den Orden zuständig. Der nächste für die Saaldekoration. Also es hat da jeder seine Aufgabe. Und einer für den Alkohol. Da gibt es auch jemanden, der dann den Elberrat entsprechend am Abend versorgt. Genau. Gibt es denn schon eine Location? Feiert ihr wieder im Schützenhaus? Geht das noch? Oder? Wir feiern dieses Jahr nochmal im Saal Schützenhaus. Okay. Das ist mit der Stadt so abgesprochen, dass wir unsere Session normal bestreiten. Wir dann unsere Dankeschön-Veranstaltung Ende Februar haben. Ja. Und ab 1. März gehen die Baumaßnahmen im Saal dann los. Es soll das komplette Parkett raus, der Fußboden wird erneuert. Es werden Dichtungsarbeiten an den Kellerwänden notwendig. Sprich da Nässe durch. Nach dem Hochwasser hat sich das alles nicht mehr richtig erholt. Und es soll die Bühne vergrößert werden auf unserem Wunsch hin, dass auch in Zukunft unsere Tanzgruppen, alle Tanzgruppen, auf der Bühne tanzen können. Das ist doch besser als in der Saalmitte. Hm. Das wird dann doch besser gesehen vom Publikum insgesamt. Das heißt, die Bühne muss mindestens 1,5 bis 2 Meter weiter in den Saal hineingebaut werden. Und ist denn der Plan, dass das jetzt dann bis zur nächsten Session geschafft wird? Oder wird es dann irgendwo ein Ausgleich mal geben? Das soll im nächsten Jahr bis zum Beginn der nächsten Session dann fertig sein. Aber ihr habt andere Pläne als die in Berlin, den Flughafen? Ja, mit Sicherheit, denn die sind ja noch mit Berlin beschäftigt. Genau. Ja, wir haben es gerade schon angesprochen, Hochwasser. Wir sind ja hier so ein Stück weit im Süden von Aachen. Zweimal. Eine ist jetzt 15 Jahre her, ne? Wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt. Fast auf den Tag genau, war auch so August. Da hatten wir ja kein Problem. Na, das war ganz trocken. Das war alles bei uns. Schick, also zumindest für Aachen. Und 13 hat es zugeschlagen, ja. Aber nicht, so wie alle dachten, von der Elbe her. Ja. Es kam vom Landkran, der 150 Meter weit weg ist. Da kam das Wasser, was über den Deichbruch bei Mutterstorm dann Richtung Körau, Reppichau gelaufen ist, Susike. Und dann kam das alles hier
Von der Rückseite. Ja, und dann stand hier hinter uns alles unter Wasser. Nicht angenehm. Nö, das war ja nicht angenehm. Selber. Vor allen Dingen, weil auch dann das Erdreich durchnässt war und das ist dann bei mir auch im Keller reingelaufen durch diese Lichtschächte vor den Kellerfenstern. Die Kellerfenster sind auch nicht undicht, dann hat man halt Wasser im Keller. Hm. Andere waren schlimmer dran, da stand das Wasser mindestens 1,80 Meter in den Kellerräumen. Die Elektrik war in Mitleidenschaft gezogen. Das Pech hatte ich nicht, bei mir stand nur 27 cm. Aber die Schäden waren die gleichen im Prinzip, nur dass die Elektrik funktioniert hat. Und man kann selbst nichts machen? Nee. Evakuiert wir gewesen? Waren evakuiert, ja, wir kamen dann wieder und dann war es hier Schrei natürlich groß. Wir haben ja keine Zeit mehr gehabt auszuräumen, Tiefkühlschrank, Waschmaschine, Trockner, alles. So wie es war, Schrott. Kommen wir zu etwas fröhlicheren Themen wieder. Der Aachener gilt ja so ein Stück weit immer so als doch etwas speziell. Können Sie das denn bestätigen? Was macht denn den Aachener aus? Ja, das sagt vielleicht jede Region von sich, wir sind ein besonderes Völkchen. Ja, das möchte sein. Aachen ist halt eine Schifferstadt und viele haben mit dem Wasser zu tun. Und das spiegelt sich dann auch bei bestimmten Leuten irgendwie so wieder. Es ist auch bei uns im Verein so, da werden eben sehr gerne auch Schifferlieder gesungen und ähnliches. Ja. Oder Männerchor, die gerne auch mal ein Shanty singen. Ich war ja auch jahrelang im Männerchor aktiver Sänger bis 2009, glaube ich, war das. Bin dann ausgetreten, weil das wurde dann zu viel. Ich hatte die Zeit ja nicht, in zwei Vereinen tätig zu sein. Ja, ansonsten heißt es in einem Lied, und wirkt der Aachener auch stur, das ist nun mal seine Natur. Also sozusagen raue Schale, weiches Herz. Also, so kenne ich so. Sie auch, die Aachener. Sind Sie denn selber so ein Wassermensch? Ich meine, gut, wir brauchen ja nur einen Hintergrund zu gucken, da kann man die Frage sich fast beantworten. Ja, ich wollte immer schon einen Gartenteich haben, hatte auch auf einem anderen Grundstück einen ganz kleinen Teich, aber jetzt ist er etwas größer. Hier habe ich meine Wünsche soweit erfüllt, ja, was ich mir vorgestellt habe. Und auch so mal raus aufs große, weite Meer? Ja, wir machen jedes Jahr eine Tour mit der AIDA. Oh. Ja. Und wo waren Sie da schon überall? In Norwegen sind wir gewesen. Wir waren zweimal im Mittelmeer. Wir haben einmal die Ostsee-Rundfahrt gemacht. Okay. Und im letzten Jahr waren wir auf den Kanaren und Madeira. Wo war es am schönsten? Es war überall schön. Am schönsten war es auf dem Schiff. Ja? Wenn das Hotel immer mitfährt und man muss sich immer den Koffer ein- und auspacken, wenn man was anderes sehen will, das ist schon gewaltig. Ja. Also, ja. Ich war jetzt selber noch nie auf Kreuzfahrt. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Merkt man da überhaupt was vom Seegang oder ist das doch eher ruhig? Fragen Sie mal meine Frau. Als wir das erste Mal gefahren sind, das war im April, war schon eine stürmische Zeit. Ja. Von Hamburg nach Norwegen und da war ein ganz schöner Seegang, Windstärke 8 und da hatten wir auch Wellen bis zu 7-8 Meter hoch. Ei, da ei, hat man auch im Schiff gewaltig gemerkt und die Lokale, die Speiserestaurants, die waren nur halb besetzt. Meine Frau hat es da auch erwischt. Die hat dann auch ein bisschen Seekrankheit gehabt. So wie es vielen anderen. Wir waren mit der ganzen Familie, unsere Kinder mit Familien auch mit. Und da war eigentlich von meinem Jüngsten die Freundin und ich waren die Einzigen, die keine Probleme hatten beim Seegang. Okay. Aber ist ja dann für einen selber nicht schlimm. Nö, man musste nur nachts aufpassen, dass man sich am Bett festkrallt, dass man nicht rausrollt. Ach Gott. Das wäre ja auch noch was geworden, ne? Nee, das ist schon okay. So, bei der Ostsee-Rundfahrt. Und auch im Mittelmeer hat man die Probleme nicht. Ja. Auch jetzt im Atlantik nicht. Nö. Okay. Aber damals nach Norwegen die Tour, das war schön. Ja. Denkt man da so manchmal an die Titanic, wenn man auf so einer AIDA ist? Oder? Eigentlich weniger. Weniger. Man verlässt sich dann wirklich auf die moderne Technik. Ja gut. Die haben ja Stabilisatoren, die dann ausgefahren werden und alles. Ja. Die das selbst dann wegnehmen. Ja. Aber dieses seitliche Rollen, das lässt sich wahrscheinlich eben doch nicht so in den Griff kriegen, dass man es völlig unterbindet. Jetzt kennen viele den Klaus-Dieter Reile ja als jemanden aus der Stadtverwaltung. Was hat er denn vorher gemacht, beruflich? Tja,
beruflich? Ich habe Abitur gemacht erstmal an der EOS in Köthen im Jahr 72, habe dann studiert, Maschinenbau in Magdeburg, später im Bauhaus in Dessau, das fertig gemacht und bin dann bei ZAB Dessau gelandet. Als Objektingenieur war ich dort 16 Jahre tätig in der Montagevorbereitung, Montagedurchführung. Was hat man da so montiert damals? Weniger montiert, wir haben die Dokumentation zusammengestellt, waren dann auch zuständig vom Innendienst her, wenn Lieferungen benötigt wurden, Ersatzteile und so weiter, dass wir da schnellstmöglich dann koordiniert haben, dass die Teile dahin kommen, wo sie hingehören. Okay. Für die, die es jetzt nicht wissen, ZAB war was? Was habt ihr da gemacht? Zementanlagenbau Dessau. Wir haben zu der Zeit, als ich dort tätig war, Zementwerke gebaut, unter anderem Cienfuegos in Kuba. Dann in Äthiopien wurde ein Zementwerk errichtet. Drei Zementwerke in Syrien. Mhm. Dann natürlich dann auch unsere Zementwerke hier, Karsdorf, Deuna. Selber mit da gewesen dann in Karsdorf und Deuna war ich dann. Ja gut, Karsdorf und Deuna waren ja jetzt auch die abenteuerlichsten Orte, die man gerade genannt hat. Dann haben wir also Kuba meinte ich jetzt nicht mit gewesen. Nee, zu der Zeit war ich noch kein Reisekader. Dann bin ich Reisekader geworden, sollte dann auch nach Kribel Rock. Da haben wir diese große Erzaufbereitungsanlage gebaut als ZAB. Wir waren dann mit einer der Hauptauftragnehmer. Und dann kam die Wende. Dummerweise. Dann war ich Reisekader und plötzlich waren alle Reisekader. Ja. Ja, so war das. Okay, jetzt ZAB, dann kam die Wende. Wie ging es dann weiter? Ja, nach der Wende erstmal Kurzarbeit. 6 Stunden, 4 Stunden. Ein Jahr lang. Und dann habe ich einen neuen Job gekriegt bei ZAB. In der Abteilung Neurowesen. Das war dann nachher bloß noch eine Ein-Mann-Abteilung und man merkte so langsam, es geht eigentlich ein Bach runter. Mhm. Und dann kam mir die Ausschreibung bei der Stadt hier, die Stelle eines Wirtschaftsförderers, gerade recht, ich habe mich beworben und aus den vielen Bewerbungen habe ich den Zuschlag bekommen. War hier dann von 1992 vom 1. März, genau am Rosenmontag, hatte ich angefangen. Wie es sich für einen Karnevalisten gehört. Genau. Ne? So. Und war dann bis Ende 96 Wirtschaftsförderung bei der Stadt Aachen. Da das auch eine freiwillige Aufgabe war und die Stadt Aachen ja im Rahmen der Konsolidierung über Einsparungen nachdenken musste, ist die Stelle weggefallen. Zu der Zeit wurde auch eine Stelle frei, Schule Kultur, Sport, Tourismus, sodass ich dann dahin gewechselt bin. Aber das Moment, dazu gehörte dann zu dieser Zeit eine riesen ABM mit 200 Beschäftigten und über, wir hatten 14 oder 15 Baustellen im Bereich der Stadt und Umgebung, unter anderem dieser ländliche Weg zum Akazienteich, den haben wir mitgebaut, dann die Wege zur Neubausiedlung raus, die Pflasterung war mit dabei, dann Entkernung und Beräumung von Flächen, einmal im Bereich zum Sportplatz hin und auch Kleinserbser Straße, wo jetzt die Schießanlage drauf ist, wurde zu dieser Zeit gemacht. Hinterm Hafen Flächen bereinigt, Flächen in Ordnung gebracht, sodass sie später dann auch durch die Hafen GmbH genutzt werden konnten. Ja, es war ein ganz schönes Auftragsvolumen insgesamt und ich bin froh, dass ich da mit Leuten zusammengearbeitet hatte, die sich auch ausgekannt haben, die auch ihre Leute entsprechend vor Ort motivieren konnten, sodass wir unterm Strich da ganz schön was geleistet haben. Ich war nun der, der den Hut auf hatte, gesamtverantwortlich war und ich hatte auch dann gegenüber dem Arbeitsamt, was für die ADM zuständig war, die ganze Sache abzurechnen. Und da bin ich heute noch erstaunt, dass es so voll und pfennig genau hingehauen hat. Das hat alles gestimmt. Bei solchem Auftragsvolumen, da ist es schon gar nicht so einfach, den wirklich zu verhalten. Aber es hat gepasst. Ja. Also auch ein Stück Bausachen mitgeplant, wenn man das so fast jetzt so hört. Ne? War ja, zumindest koordiniert, dass alles dann da ist zu der Zeit, wenn man es braucht. Können Sie das denn, wenn man da so ein bisschen reingeschnuppert hat in das Themengebiet, können Sie das nachvollziehen, wie solche Sachen, wir hatten es vorhin mal so scherzhaft wie beim Berliner Flughafen, wie sowas überhaupt zustande kommt? Hat man da dann mehr Verständnis für oder eher noch mehr Kopfschütteln, wenn man selber so aus einer Verwaltung kommt und weiß, wie die Sachen laufen? Ja, gerade in Berlin, das läuft ja eigentlich ganz anders, weil die Verantwortung für diesen Bau, die hat man ja an den Landkreis da übertragen. Der Landkreis war letzten Endes, so wie ich das gehört habe im Fernsehen, mal wie eine Art Auftraggeber. Und da saßen natürlich Leute, die solch Auftragsvolumen noch nie
irgendwie Ja, klar. bearbeitet haben. Die haben dann Leute von überall her noch zusammengezogen in der Verwaltung. Aber ob das denn auch die richtigen Leute waren, Gut. ich weiß nicht. Wollen wir nicht drüber Ich kann da nicht philosophieren, ne? spekulieren. Es ist natürlich traurig für Deutschland, Ja. Hochtechnologieland und dann sowas. Also Wenn ich jetzt heute durch Aachen gehe oder fahre, welches Gebäude, welche Sache ist denn auf Klaus-Dieter Reile zurückzuführen? Wo müsste eigentlich Klaus-Dieter Reile dran stehen? Gibt es da was, wo Sie sagen, das ist so mein Vermächtnis? Klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber. naja, ich war nie in der Bauabteilung tätig, Okay. also ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Aber ich hatte damals zu tun auch mit der Neugestaltung des Heimatmuseums. In Zusammenarbeit mit dem Museumsverband Sachsen-Anhalt, mit der Frau Kopp-Sievers, haben wir damals und vor allem mit unserem Bauamt, in erster Linie Frau Fietz, haben wir damals eigentlich sehr viel bewegt. Auch Frau Kapus zu seiner Zeit noch, die jetzt Ortsbürgermeisterin ist in Kirn. Sie hatte ja die direkte Bauaufsicht. Also da haben wir schon viel koordiniert, auch hinsichtlich der Gestaltung, dass wir auch Fördermittel kriegen für die ganzen Sachen. Denn die Stadt Aachen wäre auch nicht in der Lage gewesen, sich diese ganzen Vitrinen und alles aus Eigenmitteln zu beschaffen. Es kostet ja auch immer ein Ja, Heidengeld, ja. ne, wenn man da so irgendwann mal was bauen will. Ne, und da mussten wir wirklich diese Förderkriterien genau einhalten. Das wurde überprüft vom Museumsverband. Okay. Und die haben ihre Stellungnahmen dazu abgegeben und es ist alles so gelaufen, wie wir es eigentlich wollten. Naja, ansonsten muss ich sagen, dass ich damals für den Naraya Club die Räumlichkeit, den Probenraum und die Büroräume geschafft habe. Ich habe den Antrag gestellt bei der Stadt und so weiter und so fort, den Umbau mit organisiert, den wir dann mit eigenen Leuten bestritten haben. Bin ich heute noch sehr dankbar für die Handwerker und auch die anderen Mitglieder des Vereins, die da ihre Stunden abgeleistet haben. Und das waren nicht wenige Stunden. Ich selber habe auch damals noch diesen alten Fußbodendach rausgerissen, der da drin war. Das war ja mal die städtische Berufsschule. Und wir haben dort Wände entfernt. Wir haben eine Toilette eingebaut da oben. Also das war schon ein ganz schöner Aufwand. Da haben wir auch die Unterstützung von der Stadt mitgekriegt. Wir haben ein paar Fenster zumauern lassen. Leider sieht man die Stellen heute noch. Sollte ja eigentlich im Jahr 2011 verputzt werden, die Fassade. Aber aufgrund der Konsolidierung, weil ich vorhin schon erwähnt, kein Geld, ist das bis heute liegen geblieben über der Bibliothek. Wenn man da vorbeifährt, dann muss ich immer wieder dran denken, ja, das sollte eigentlich lange fertig sein. Von innen sieht man das nun wirklich nicht. Das war von innen geputzt und jetzt ist da eine Riesenspiegelwand, vor der dann unsere Tanzgruppen dann auch mal sich selber betrachten können und ihre Fehler begutachten können. Sonst sehen Sie die Tänze ja nie. Genauso ist das. Ja, vor allen Dingen, man sieht dann die Fehler besser, was eigentlich Klar. die Trainerin meinen und so weiter und so fort. Das ist schon eine ganz gewaltige Hilfe. Wenn wir jetzt schon nochmal den Bogen zum Karneval geschlagen haben, viele kritisieren ja, dass insbesondere beim gesprochenen Wort, sag mal, das Politische mittlerweile zu kurz kommt. Sehen Sie das auch so? Das war sicherlich eine Zeit lang so gewesen, aber es gibt jetzt Bestrebungen, das wieder ein bisschen mehr aufleben zu lassen. Es war aber auch so in den Jahren nach der Wende, dass eigentlich die Leute davon genug hatten. Und man hat gemerkt, dass speziell Kommunalpolitik nicht mehr angekommen ist. Ja. Ja, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Mit der Bürgermeisterwahl im Jahr 2015 gab es ja nun doch genügend Gesprächsstoff in der Stadt. Ja. Es gab ja dann die zwei Kandidaten, die in der Wählergunst am weitesten vorne lagen, die dann in einer Stichwahl sich dann auseinandergesetzt haben. Und aus dieser Situation heraus wurde es wieder interessant, das auch mit dem Karneval zu verarbeiten. Und Dazu ist Karneval ja auch da. ja, und das kam dann auch bei unseren Gästen eigentlich gut an. Gut, also ist es noch nicht ganz tot, das politische gesprochene Wort sozusagen, dann. Mit Sicherheit nicht, aber es macht keinen Sinn, jedes Mal über ein Schlagloch, jedes Jahr sich wieder Ja, gut. aufzuregen und es wird eh nicht repariert. Ja, und da gab es verschiedene andere Sachen auch noch, die man dann immer wieder kritisiert hat früher, aber es hat sich nicht so geändert. Die Leute, die haben es ja selber jeden Tag gesehen und dann haben sie es dort noch gehört. Also das war dann auch ein bisschen viel. Machen denn solche Kanäle wie, man benutzen sie jetzt gerade selber, wie Facebook oder so, machen die denn gerade dieses Humoristische, also dieses Teilen von Humor, machen die das einfacher oder schwerer eigentlich eben? Kann man das? Das kann ich jetzt gar nicht so einschätzen.
weil ich bin nicht derjenige, der jetzt, ich gucke da auch mal rein, ich bin da auch bei Facebook, aber ich bin nicht derjenige, der nur jeden Artikel da unbedingt lesen muss. Also ich kann das jetzt aus meiner Sicht nicht so beurteilen. Auf jeden Fall ist es so, dass auch manchmal dort ein schöner Gag kursiert, den ich mir dann auch merke und irgendwie wieder versuche mit zu verarbeiten. Das auf jeden Fall, nur das Problem ist ja, dass viele den dann aber auch schon kennen durch Facebook, oder? Ja, aber es sind zum Glück ja nicht alle bei Facebook. Und viele vergessen ja auch die Witze wieder. Ich kann sie nur merken. Ja? Das heißt, so könnte man sagen, Klaus-Dieter Reile hat auf dem Schlag so und so viel 100 Witze online im Kopf, oder? Naja, zumindest für eine Stunde wird es reichen. Für eine Stunde, okay, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und wenn man dann vielleicht mit jemand anders zusammen, einmal erzählt der einen Witz, einmal der andere, dann fällt ihm dazu, was der gesagt hat, auch wieder was ein, was so auf ein bestimmtes Stichwort hin dann wieder da oben freigeschalten ist. So soll es ja auch sein. Erzählen Sie gern? Ja gut, sonst würden Sie es nicht machen, wenn Sie nicht gern Witze erzählen würden, oder? Das schließt sich ja, ist ja genauso, als ob ich jetzt so ein Tanzgruppenmädel frage, ob sie gerne tanzt. Also fassen wir die Session, die kommende nochmal zusammen. Prinzenpaar sieht gut aus. Warten wir es ab. Wir haben im letzten Jahr ja auch eins gehabt. Das hat am Abend vorher zugesagt, am nächsten Morgen abgesagt. Ja. Und zum Oktoberfest, Wiesenfest, hatte ich dann das Gespräch mit dem zukünftigen Kneiper vom Schützenhaus. Mit dem zukünftigen ehemaligen Kneiper. Den zukünftigen ehemaligen Kneiper, der auch sofort Feuer und Flamme war. Nach dem Gespräch mit seiner Freundin waren sie auch gleich bereit, haben am 11.11. auch die Prinzenkirche auf dem Markt mitgemacht. Wir kennen die Geschichte alle. Warten erstmal ab, was draus wird. Wie gesagt, sie haben sich noch nicht offiziell vorgestellt. Wir werden sie einladen zur nächsten Sitzung. Elverrat Vorstand, das wird am 30. August sein. Da hoffe ich, dass sie dann auch zugegen sind und ihre Absicht nochmal bekunden. Falls jetzt jemand Lust hat, was wir vorhin ja ansprachen, für den Gesang, für das gesprochene Wort. Was sollte man denn mitbringen? Was für Eigenschaften braucht man, wenn man im Karneval erfolgreich sein will? Man braucht ja mal Interesse am Karneval. Okay. Das ist das Erste. Wenn man natürlich eine gesangliche Fortbildung hat, ist es immer positiv. Ja. Ansonsten, aufs gesprochene Wort angesprochen, muss ich sagen, man muss sich das zutrauen, vor so vielen Leuten zu referieren. Das gehört einfach dazu. Man kann das auch lernen. Ich habe es vorhin erwähnt, als ich das erste Mal in der Bütt stand, war ich ein Nervenbündel. Der Tobi war auch so. Ja. Es ist ungewohnt, aber schon in der ersten Session eigentlich hat das dann nachgelassen. Wenn man merkt, man kommt beim Publikum an, dann ist es eigentlich kein Problem. Heute noch Lampenfieber, wenn es rausgeht, oder ist das jetzt eigentlich Routine? Es ist eigentlich Routine. Lampenfieber kommt. Vielleicht beim ersten Mal, oder? Wenn man noch nicht so ganz weiß. Ja, aber es berührt einen lange nicht mehr so, als wenn man Newcomer im Karneval ist. Ist denn Ihnen irgendwann mal was passiert, wo Sie sagen, das ist so meine Story, die mir beim Karneval widerfahren ist, die ich einfach nie vergessen werde? Da gibt's was. Und zwar, unsere Regie war ja früher noch mit mehr Leuten besetzt wie heute. Ja. Man muss da als Mitwirkender nicht genau darauf achten, wenn man dran ist. Und ich saß fix und fertig im Keller und man hat mich vergessen. Hubert hat mich schon zweimal aufgerufen, die Kapelle spielt schon das dritte Mal in Einzugsmarsch. Und ich saß immer noch da unten, die haben mich schlichtweg vergessen. Okay. Und in der Auswertung dieser Veranstaltung stand dann im Wochenspiegel, was seinerzeit, was denn? Aachner Beamter verschläft seinen Auftritt beim Karneval. Ich konnte ja nicht dafür. Aber sie haben es sportlich genommen. Natürlich. Ne, was will man machen? Ne? Man muss auch über sich selbst lachen können. Natürlich, das ist so. So was passiert dir so Richtung eigentlich jedes Jahr. Das ist immer irgendwie was. Aber das ist das Gravierendste, was mir so passiert ist eigentlich. Aber es geht ja noch. Ist ja jetzt nicht von der Bühne gefallen. Gibt Schlimmeres. Nö. Ne? Was ist denn nun an dem Gerücht dran, dass Karnevalisten gern Alkohol zu sich nehmen? Er lacht. Also bei manchen ist es wahrscheinlich kein Gerücht, muss ich dazu sagen. Aber man trinkt doch mal ein Bierchen und Schnäpschen beim Karneval. Es ist einfach so. Viele machen das auch, damit sie locker werden. Auch vielleicht, um das Lampenfieber etwas zu unterdrücken. Aber es ist nicht so, dass die Karnevalisten Säufer sind. Ich könnte zum Beispiel ein Beispiel nennen. Ein Sänger bei uns aus der Gruppe,
der auch gerne dann seinen polnischen Wodka trinkt an dem Abend zu Pofka. Ja, mit dem Grashalm da drin, der schwört da drauf, aber wenn der Karneval vorbei ist, dann ist Fastenzeit, dann trinkt er halt ein Vierteljahr lang nur Wasser. Okay. Also da kann man nicht sagen, das sind Gewohnheitstrinker oder so. Gut, man trinkt während der Karnevalzeit auch mal einen Bohnenkamp, das ist bei uns so üblich. Ja. Man trinkt auch 2 und 3 Bohnenkamps. Ja. Aber alles, es bleibt auch alles im Rahmen. In Maßen. Also mir ist zumindest in Aachen noch nicht untergekommen, dass jemand rausgetorkelt ist, nennen wir es mal so. Also zumindest während des Auftritts nicht. Wir haben noch keinen ins Krankenhaus mit Alkoholvergiftung schaffen müssen aus der Veranstaltung weg. Perfekt. Das steht fest. Ja. Und es ist auch noch keiner Sternerei betrunken von der Bühne gefallen. Gut. Ein Hobby haben wir noch ganz vergessen, das machen wir zum Schluss. Das Angeln. Ja. Wo steht die Angelausrüstung? Steht sie schon bereit jetzt für die Rentnerzeit? Im Keller. Immer noch im Keller. Ja, aber das ist alles geordnet. Ja? Ja. Und wo geht's hin? Dann? Schon ein Wunsch? Ja, hier noch hier. Muss erstmal bei der hier Verordnung sorgen. Wir haben wieder also zu viel Fischnachwuchs. Zeigen wir gleich nochmal den Teich. Ja. Und dann werde ich mal wieder Magdalenenteich versuchen, Nachteil nicht der Schulteich. So, das ist so das, was am naheliegendsten ist. Ich bin nicht der dann unbedingt zur Ostsee fahren muss. Mache ich vielleicht auch mal noch. Aber momentan reicht mir das. Vielleicht auf der AIDA? Das ist ein bisschen schlecht dann. Ich glaube, das darf man ja nicht. Ja, aber schöne Kabine suchen, möglichst weit unten und dann. Ja, dann braucht man eine Balkonkabine und die ist um einiges teurer, als wenn man bloß ein Sichtfenster nach außen hat. Aber wenn man den Fisch verkauft? Ja, auf der AIDA. Auf der AIDA so einen kleinen Stand machen, so frischer Fisch. Also das Konzept die ist, haben hier nicht Leckereien an Bord, die brauchen diese Fische dann nicht. Ja, das schon mal, so ein richtiger Emmis gefangen? Ja, aber das liegt schon länger zurück. Ja. Ja. Also jetzt. Als Jugendlicher und als Kind, muss ich sagen, da haben wir damals große Fische gefangen. Ja. Aber in den letzten 25 Jahren war ich so gut wie auch nicht mehr angeln und auch während des Studiums die Zeit, man hat für Angeln keine Zeit gehabt. Da waren mal 4 Wochen im Sommer bei den Semesterferien, wo man angeln gegangen ist. Aber das war noch die Zeit, wo man dann eine Freundin hatte und Motorrad fahren wollte man auch mal. Dann hat man sich eben für die Freundin und das Motorradfahren entschieden, gegen das Angeln. Es ist halt so, das ist in jeder Epoche des Lebens ein bisschen anders. So, jetzt gucken wir zum Fischteich. Den lassen wir uns jetzt fachmännisch erläutern. Ach, den muss ich selbst geschachtet? Ja, ja. Also selber an der Schippe gestanden. Ja, wobei ich den aber nächstes Jahr umstrukturiere. Oh, jetzt. Ja, ich habe dabei auch einen Fehler gemacht. Mensch, wir müssen ganz kurz noch auf die Kamera warten, sonst hören wir sie nicht. Ja. So. Ich habe den Fehler gemacht, dass die Uferzonen zu breit sind und sich dadurch vermehrt Algen bilden. Okay. Und das will ich verhindern, indem ich die Uferzonen schmaler mache. Ich muss auch neue besandete Folien einziehen. Das mache ich zusammen mit einer Firma, mit einer Teichbaufirma. Okay. Aber die Jungs hier wissen genau, wenn jetzt ist, wenn hier einer Futterzeit, steht, dann ja, ist Futterzeit jetzt. 18 Uhr ungefähr bin ich sonst immer gefuttert. Naja, dann sind die ja heute schon fast ausgehungert. Sozusagen. Ja, naja, ansonsten macht es auch Spaß, hier abends so zu sitzen, sich das anzuschauen, was im Teich so vor sich geht. Wir haben eine Menge Frösche drin. Ja? Ja. Okay. Das kann man sagen, ich trage. Ich habe auch eine Ringelnatter. Die hat sich hier. Keine Angst, die ist nicht giftig. Okay. Ich habe sie schon ein paar Mal gesehen und die hat sich in den Kaulquappen wahrscheinlich gütig getan. Ist deshalb auch hier geblieben. Längere Zeit. Jetzt habe ich sie seit meinem Urlaub nicht mehr gesehen, aber ich habe das Natterhemd gefunden. Die hat sich gehäutet. Okay. Und nicht irgendwie Angst, dass hier mal Katze, Graureiher, wer auch immer, ein paar Delikatessen rausschnappen? Da brauche ich keine Angst, da müssen die Mühlen drin. Wir hatten früher auch eine Katze, die hat sich fast jeden Tag einen Fisch geholt. Und als wir noch einen Hund hatten, ist hier kein Reiher hergekommen. Okay. Dieses Jahr habe ich einmal gesehen, dass der Reiher hier war, aber Sie sehen ja selber, sind hier noch Fische drin. Genau. Also, falls ein Reiher das jetzt hört, ruhig nochmal zuschnappen. Ja, das ist nicht das Problem, umso weniger muss ich rausangeln. Genau. So. Ja, spätestens nächstes Jahr müssen die ja dann alle eine Weile in die Wanne. Ne? Ja, ja, das ist kein Problem. So, und hier ist der Erwachsenenpool, wenn wir den noch zeigen. Das war ein großer Jugendtraum, habe ich gehört. Ja, den habe ich dann 2004 erfüllt, diesen Jugendtraum. Das soll auch so sein, hat man sich dann verdient. Gut, dann darf ich mich recht herzlich bedanken bei Klaus-Dieter Reile, der uns heute sehr lange Rede und Antwort gestanden hat, sehr ehrlich mit uns gesprochen hat, und ich darf mich verabschieden, vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder
live gehen mit einem kleinen Plausch. Dankeschön. Okay, bitte gern. Mal winken und